habe natürlich in meinem Leben meditiert, aber ich lehre keine Meditation. Because I discovered that meditation brings me to a still place, but I'm still in a way isolated. Weil ich habe herausgefunden, dass mich Meditation an einen stillen Ort bringt, aber dass ich in gewisser Weise dort isoliert bin. And it seemed clear to me that this place that I came to me during meditation times, sometimes after doing still meditation, or after a dhamma meditation, and time after the dhamma meditation, when you've thrown off all these active energies and you sink down, that place that was still inside of me remains still part of me. Und ich habe auch entdeckt, dass nach einer Meditation, einer stillen Meditation oder auch einer aktiven Meditation, wenn man all die Aktivitäten ausgelebt hat und dann zur Ruhe kommt, dass diese Stille eigentlich bleibt in mir, dass sie ein Teil von mir ist. So I began to explore energies all around in space. Also habe ich damit begonnen, die Energien überall um mich herum im Raum zu erforschen. And I found that if I was feeling bliss, for example, then I was in a dimension of bliss that was everywhere. Und ich habe herausgefunden, dass wenn ich zum Beispiel Glückseligkeit verspürte, dass ich in einer Dimension der Glückseligkeit war, die überall ist. That it wasn't my bliss, but I joined bliss. I joined the vibration of bliss. Es war also nicht meine persönliche Glückseligkeit, sondern ich habe mich einfach mit Glückseligkeit verbunden. And if I felt great love, not just for one person, but love as happening inside me, just as a inner reality, then I felt I'm not just feeling love, I am with love itself that is everywhere. Und wenn ich Liebe gespürt habe, nicht nur für eine Person, sondern für alles, was um mich herum ist, habe ich festgestellt, das ist nicht meine Liebe, sondern das ist die Liebe an sich, in der ich mich befinde. And that was true of silence and stillness. Und das gleiche galt auch für Stille. And a sense of union with everything, that was everywhere. Und das Gefühl des Einsseins mit allem. And it was even true that such a personal thing as pleasure. Und das war sogar, hat sogar zugetroffen auf so etwas wie Vergnügen, so ein Gefühl wie Vergnügen. Pleasure is immensely personal. Oder Genuss, und Genuss und, ist etwas sehr Persönliches. Bliss is more impersonal. If you feel bliss, then someone else feels bliss. You're probably pretty well similar emotions. Glückseligkeit ist eher etwas Unpersönliches. Wenn man Glückseligkeit verspürt und jemand anderes, dann ist es mehr oder weniger dasselbe. But pleasure is something which tremendously varies. Different people get pleasure from all sorts of different activities or situations. Aber Genuss ist etwas wirklich sehr Persönliches. Viele Menschen bekommen von ganz unterschiedlichen Dingen einen Genuss. But under the variation of what creates pleasure, there was a simple physical nature of the cells turning on totally, and that's what we call pleasure. Aber abgesehen von der Vielfältigkeit der Dinge, die einen Genuss verschaffen können, ist da einfach dieses körperliche Gefühl von Genuss, wenn alle Zellen tanzen. And that pleasure state was a vibration of life. Und dieses Gefühl von Genuss ist eine Schwingung des Lebens. So that's like the old alchemy, that's what they're trying to do. Das ist dasselbe, was die Alchemisten versucht haben zu tun. When they had this idea of changing base metals into gold, they didn't try and change the base metal itself into gold, they tried to get back to the basis of the metal and then get it to vibrate with the vibration of gold, then it would have no choice but to become gold. Also was sie gemacht haben, um zu versuchen, Metall, normales Metall in Gold zu verwandeln, ist, dass sie versucht haben, die Schwingung des gewöhnlichen Metalls so zu verändern, dass es zur Schwingung von Gold wird. Und dann hat das Metall gar keine andere Wahl, als zu Gold zu werden. As far as I know, they were very successful at that. Soweit ich weiß, hatten sie damit Erfolg. But the principle is beautiful. Das nicht viel Erfolg, aber das Prinzip ist wunderschön. And with ourselves, the alchemy can work. Und mit uns selbst kann diese Alchemie funktionieren. So if you can connect somehow through various processes to vibrate with the universal space in the same vibration, then it will be universal.
Wenn du also durch diverse Prozesse es hinkriegst, mit der universellen Energie auf der gleichen Schwingungsebene zu vibrieren, dann bist du universell. And if one person can vibrate with that and relate in a very strong personal, interpersonal way with other people, then that vibration will awaken in them and vibrate too. Und wenn eine Person auf diese Schwingung, mit dieser Schwingung schwingt, kann sie durch das, sie mit anderen Menschen arbeitet, auch die anderen Menschen dazu bringen, auf dieser Ebene zu schwingen. And that's the process of resonance. Das ist der Prozess der Resonanz. When I was 14 years ago, when I was 14 years old, sorry, not 14 years ago. Als ich 14 Jahre alt war, I was in school and we were having a music lesson. Hatten wir in der Schule eine Stunde Musikunterricht. Much as I love music and much as how beautiful music is, this was far and away the most boring lesson of all. So sehr ich Musik liebe und auch damals schon geliebt habe, war dieser Musikunterricht die langweiligste Schulstunde von allen. It was boring because the music teacher didn't want to teach. Sie war langweilig, weil der Musiklehrer uns nicht unterrichten wollte. So he just gave us something to do and sat at his desk. Er hat uns immer nur was zu tun gegeben und hat sich an sein Pult gesetzt. And what he gave us to do was so boring we all fell asleep. Und das, was er uns zu tun gab, war so langweilig, dass wir alle einschliefen. So one day he came in. Eines Tages kam er aber. I was sleeping, of course. Und ich schlief natürlich. And he had some tuning forks. Und er brachte Stimmgabeln mit. And he walked around the room, he put a tuning fork in one of the boys' pockets. Und er ging durch den Raum, hat eine Stimmgabel in die Hemdtasche eines Jungen gesteckt. Er hat eine Stimmgabel in den Schrank gestellt. He put one by the, on the windowsill. Eine Stimmgabel hat er auf das Fensterbrett gestellt. Tuning forks. Und an unterschiedlichen Orten hat er Stimmgabeln aufgestellt. So what? So what? So what? So some game is playing. Also irgendein Spiel. And he takes one tuning fork and he hits it on his desk. Dann nahm er eine Stimmgabel und schlug sie an seinen Pult an. And then all the other tuning forks started also to make the same sound. Und dann haben alle anderen Stimmgabeln begonnen, den gleichen Ton. I woke up. My hair stood up on end. Ich wachte auf, meine Haare standen mir zu Berge. I was sweating like crazy. Ich schwitzte wie verrückt. My teeth were chattering. Und klapperte mit den Zähnen. And 30 years later, I realized why. Und 30 Jahre später habe ich herausgefunden, warum das passiert ist. Then it happened 14. And 30 years later, I thought, ah, now this is the way I'm working. Das ist mir passiert, als ich 14 Jahre alt war, und 30 Jahre später habe ich gespürt, ja, genau, das ist die Art und Weise, auf die ich arbeite. And basically, this is the way I work. Und das ist im Grunde die Art und Weise, wie ich arbeite. The walk into a seminar of people and pick up on the energy of them and connect with that energy and then connect with the cosmic energy, which I can do, and mix the energies and work with them through contact, through looks, through movement, and slowly everybody circumvents it. Has a taste, at least, of what it was like to be one. Ich gehe auf einem Seminar, gehe ich in den Raum mit all den Menschen, die daran teilnehmen, und nehme diese Energien auf. Und ich verbinde mich mit der kosmischen Energie. Was dann passiert, ist, dass diese Energien sich vermischen und früher oder später jeder im Raum in Verbindung mit dieser kosmischen Energie ist. To find this vibration, to find this dimension of reality amongst all the other possibilities, whether eclipsed and obscured by the ones that we're used to connecting with, this is extremely difficult. Und es ist außergewöhnlich schwierig, diese Energie zu finden, die von all diesen anderen starken, dominierenden Energien überlagert wird.